Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und willkommen zu dieser Legung. Für dich, liebe Waage, Monatslegung August zum Thema Liebe. Die Legung kommt etwas verspätet, ist aber für 4 Wochen gültig, also reicht dann bis in den September rein. Genauso wie alle meine Legungen zeitlos sind. Genau, beziehungsweise wenn es Monatslegungen sind, immer für 4 Wochen gültig sind, ab dem Zeitpunkt, wo du sie findest. Ja, wir schauen auf dich und dein Gegenüber, auf deinen Herzmenschen, auf deine Liebe, schauen uns die geteilte Energie an, schauen uns Kopf- und Herzebenen an im Vergleich zueinander. Und wir schauen, womit du als nächstes rechnen darfst und was die Karten dir raten, was du in deiner aktuellen Situation tun oder nicht tun solltest. Bitte beachte, dass es sich hier um eine allgemeine Kartenlegung handelt, welche auf dich zutreffen kann, aber nicht muss. Wenn das hier nicht deine Legung ist, wirst du das relativ schnell merken, dann verlasse das Video einfach. Vielleicht findest du ein anderes Video, was zu dir passt. Schau auch gerne bei deinem Mond-Venus-Aszendenzzeichen hinein. Und wenn du eine persönliche Kartenlegung haben möchtest, die nur auf dich zutrifft, darfst du dich gerne bei mir melden. Ich biete seit August wieder private Legungen an. Ausführliche Legungen, welche genau auf deine Situation zugestimmt sind, nur für dich sind. Und genau, eine private Legung bei mir kostet 30 Euro. Du kannst mich gerne über die E-Mail-Adresse kontaktieren, die du unterhalb dieses Videos in der Infobox findest. Und ich versende all meine privaten Kartenlegungen per Audiodatei. Und so kannst du sie immer wieder anhören. Und genau, so eine Legung dauert bei mir in etwa 30 bis 45 Minuten, also sehr ausführlich, und ich beantworte alle Fragen, also melde dich gerne, wenn du Bedarf hast. Ich freue mich auf dich. So. Bitte um klare Botschaften für meine Waagen. Botschaften, die gut lesbar sind. Botschaften, die einen Mehrwert für mein Waage-Kollektiv mit sich bringen. Botschaften, die ich gut deuten kann für meine Waage und ihr Gegenüber. Ich hätte gerne eine Karte. Okay, da ist sie schon, zu eurer geteilten Energie. Okay, 10 der Münzen und unter dem Deck 4 der Münzen. In eurer Partnerschaft oder in eurer Verbindung, nehme ich gerade ganz stark wahr, geht es um Stabilität. Entweder um fehlende Stabilität, dass etwas noch ausgebaut wird, ausgereift wird, etwas verbindlicher wird, oder die Stabilität, die man halt aktuell schon miteinander hat, noch ein Stück weit zu festigen. Wir schauen einfach gleich mal weiter, und zwar in deine Kopfebene, liebe Waage. Was magst du uns hier gerade aktuell der Schwerter und 9 der Kelche. Mir kommt hier rein und ich nehme wahr, dass dir diese Stabilität fehlt und dass diese Stabilität, diese fehlende Klarheit
Dich ein Stück weit in Liebesdingen zurückhalten lassen. Also ich nehme ganz stark wahr, dass dir in deiner Partnerschaft Klarheit fehlt, dass du möglicherweise gar nicht weißt, was du für einen Stellenwert bei diesem Menschen hast, dass dir Dinge vielleicht vorenthalten werden, dass du in manche Dinge nicht mit einbezogen wirst. Und das ist gerade Thema zwischen euch. Also ich nehme ganz stark wahr, dass du das auch kommuniziert hast. Und diese Klarheit, was bin ich für mein Gegenüber? Was fühlt mein Gegenüber? Was ist unsere Verbindung eigentlich? Die ist gerade bei dir nicht gegeben. Du wünschst dir diese Stabilität. Du liebst diesen Menschen auch. Aber ein Stück Restzweifel und ein Stück Unsicherheit bleibt bei dir hängen im Kopf. Unter dem Deck der Sterne und diese Stabilität, das wäre halt deine Wunscherfüllung. Also dein Wunsch wäre es einfach hier Klarheit in eure Verbindung zu bekommen. Wer bin ich für dich? Was wünschst du dir mit mir? Welchen Wert hat unsere Partnerschaft für dich? Welchen Wert hat unsere Verbindung für dich? Ich möchte mit dir Familie leben. Ich möchte deine Familie kennenlernen. Ich möchte mit dir eine Familie sein. Ich möchte mit dir gemeinsame Freunde haben. Also ein gemeinsames Fundament. Genau diese Stabilität von 10 der Münzen. Und das ist, glaube ich, nicht gegeben. Du wünschst es dir, bekommst es nicht und das lässt dich so ein Stück weit an dieser ganzen Verbindung aktuell zweifeln, nehme ich wahr. Entschuldigt mal bitte, ich muss einen Schluck trinken. Gedankenebene deines Gegenübers. Gerne noch eine Karte. Okay, der Magier, der Tod, Königin der Schwerter und unter dem Deck haben wir die 6 der Münzen und den Ritter der Schwerter und die 4 der Schwerter und den Eremiten. Also mir kommt hier sehr stark rein, dass etwas bei euch absolut im Ungleichgewicht ist, dein Gegenüber weiß das. Dein Gegenüber macht sich Gedanken darüber, was er braucht oder welche Werkzeuge er benutzen kann, um dir zu vermitteln oder dir diese nötige Stabilität zu geben. Dein Gegenüber ist mit der Königin der Schwerter sehr stark im Kopf, sehr nüchtern, sehr kühl, sehr geklärt. Und mit den 4 der Schwertern, dem Eremiten und dem Tod, nehme ich aktuell wahr, dass ihr wenig bis gar keinen Kontakt habt. Vielleicht herrscht eine Pause gerade zwischen euch, weil dir die Klarheit fehlt und dein Gegenüber überlegt, wie er dir diese Klarheit geben kann, wie er etwas in den Ausgleich bringen kann.
um dir halt dieses Gefühl von Partnerschaft zu vermitteln. Vielleicht überlegt dein Gegenüber auch, ob er das überhaupt möchte. Diesen wirklichen Willen, diesen Tatendrang nehme ich hier aktuell auf der Kopfebene noch nicht wahr. Man macht sich hier Gedanken, man schmiedet auch Pläne mit dem Ritter der Schwerter, plant man irgendwelche Schachzüge, Strategien, um Dinge in den Ausgleich zu bringen. Ich nehme diesen Menschen aber nicht als sehr aktiv wahr. Das spielt sich eher alles in oder auf mentaler Ebene ab. Dieser Mensch weiß um das Problem, welches du hast. Und er weiß auch um das Ungleichgewicht. Er hätte diese ganzen Fähigkeiten auch, um dir das zu geben. Vielleicht kann er es nicht richtig, vielleicht will er es nicht richtig. Er ist auf jeden Fall sehr kühl, sehr im Kopf unterwegs und überlegt aktuell, wie er irgendwie alles umsetzen, unter einen Hut bringen kann und möglicherweise auch, ob er das möchte. Wir schauen mal in dein Herz, liebe Waage. Was fühlst du für diesen Menschen, wenn er dir in den Kopf kommt, wenn du dann nachdenkst? Okay. Mit den 9 der Münzen, du warst glücklich mit ihm. Du bist oder warst glücklich mit diesem Menschen. Ich glaube, es gibt nur einen kleinen Bruchteil, der dir in dieser Verbindung gefehlt hat oder der dir in dieser Verbindung fehlt. Von Grund auf bist du glücklich. Und du wünschst dir aktuell, dass sich diese Verstrickungen zwischen euch lösen und dass ein Neuanfang in Leichtigkeit möglich ist. Darüber, das ist das, was dein Herz möchte. Auf der anderen Seite wehrst du das aber ab. Ich nehme so eine Energie wahr zwischen heiß und kalt, hin und her gerissen, ja und nein, oben und unten. Weil ich glaube, diese eine Münze, die dir hier fehlt, die ist dir unfassbar wichtig. Diese Münze, die du nicht bekommst, ist dir wichtiger als das, was du hast. Es scheint mir so, als könntest du mit den 9 der Münzen nicht leben. Du brauchst diese 10 der Münzen. Es gibt irgendeinen ganz wichtigen Punkt in eurer Partnerschaft, den du vermisst und der dir fehlt. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass du nicht sicher weißt, was du für diesen Menschen bist oder auf welche Wertigkeit eure Partnerschaft für diesen Menschen hat. Und auf der einen Seite wünschst du dir, dass sich diese Verstrickungen auflösen. Du wünschst dir im Herzen diesen Neubeginn, diesen Neuanfang. Du liebst diesen Menschen auch sehr. Auf der anderen Seite wehrst du dich aber auch ein Stück weit dagegen. Und versuchst diesen Gedanken an einen Neuanfang ganz weit wegzuschieben. Möglicherweise, weil du die Hoffnung auch verloren hast, dass diese eine Münze dir noch gegeben wird. Das nehme ich hier ganz stark wahr. Enttäuschung auf deiner Seite. Eine große Enttäuschung. Und vielleicht sogar auch nicht mehr den Glauben daran, dass hier sich etwas zum Besseren wandelt oder so wandelt, wie du es gerne haben möchtest. Die Herzebene deines Menschen.
ich glaube, der Menschen ist das sehr klar geworden, was dir gefehlt hat oder was dir fehlt. Ich sage immer gefehlt hat. Rede so in der Vergangenheitsform. Vielleicht habt ihr gerade keinen Kontakt. Das Gericht ist ja immer so eine Offenbarung. Also du hast dem Menschen das mitgeteilt und ich glaube, es hat Klick gemacht. Er hat das verstanden. Und dieser Mensch, dein Gegenüber, plant, wie ich hier oben gerade auch schon sagte, man hat diese ganzen Tools. Der weiß, was er zu tun hat. Und das sehe ich hier auch mit dem Ritter der Münzen. Er weiß, was er zu tun hat. Er plant, wie er dir Stabilität geben kann. Der ist da sehr in seinem Kopf. Ich sehe ihn in keiner aktiven Energie. Unter dem Deck habe ich die Hohe Priesterin und den Buben der Kelche. Das sind beides auch ganz inaktive Karten. Die Hohe Priesterin ist so ein bisschen so eine Geheimniskrämerin, sehr intuitiv. Ich glaube, du von seinen ganzen Planungen, was er da in seinem Kopf hat, wie er denkt, was er macht, was er tut, da bekommst du gar nichts von mit. Vielleicht ist dieser Mensch auch gerade einfach von der Bildfläche verschwunden. Und mit dem Buben der Kelche nehme ich auch so ein bisschen wahr. Er illusioniert so ein bisschen in der Vergangenheit. Er denkt an die schöne Zeit. Er ist verträumt, denkt daran zurück, macht Pläne in seinem Kopf, in seinem Herzen, träumt sich durch den Tag, aber tut nichts. Er weiß, was er zu tun hätte, er macht aber nichts. Genau so nehme ich diesen Menschen aktuell hier gerade wahr. Wir schauen mal, womit du hier als nächstes rechnen darfst von seiner Seite aus. Die Mäßigkeit 2 der Kelche. Ich glaube, dieser Mensch, das, was ich eben gesagt habe mit diesem fehlenden Gleichgewicht, er möchte es ins Gleichgewicht bringen und wird dir ein Versöhnungsangebot machen. Er wird mit Liebe und Versöhnung auf dich zukommen. Dir eine neue Chance anbieten, die mit den 6 der Stäben auch erfolgsversprechend ist, was die Karten sagen. 6 der Stäbe, 6 der Kelche, Ass der Münzen. Ich glaube, es geht nicht so schnell. Es braucht Zeit. Ich glaube, ihr kennt euch schon recht lange. Es ist eine tiefe Liebe, tiefe Verbundenheit zwischen euch. Aber wie gesagt, dir hat hier etwas nicht gereicht. Dir hat etwas gefehlt. Dieser Mensch, dein Gegenüber, hat es verstanden. Er plant. Er überlegt, ist aktuell nicht aktiv, aber ich glaube, er wird in die Aktivität kommen. Nicht schnell, sehr langsam. Und er wird, glaube ich, eine Versöhnung im Gepäck haben. Das ist das, was ich hier wahrnehme und das, was die Karten mir mitteilen. Eine Versöhnung, ein Angebot, Dinge wieder ins Gleichgewicht und in den Ausgleich zu bringen. Ich bin noch etwas erkältet. Bitte verzeiht, wenn ich zwischendurch was trinken muss oder meine Stimme nicht ganz so frisch ist wie sonst. Das ist unter anderem auch der Grund, warum euer Video erst jetzt kommt. So, was darfst du tun? Was raten dir die Karten? Ich nehme hier ganz stark wahr, dass du an die anders. Bewege dich fort in deinem Leben, warte nicht, gehe deinen Weg weiter. Das, was zu dir kommt, wird den Weg oder das, was zu dir gehört, wird den Weg zu dir finden.
Bleibe dir und deinen Prinzipien treu, vertraue in das große Ganze und bleibe nicht stehen, bewege dich. In welche Richtung auch immer, das weißt du für dich am besten. Stillstand ist für dich hier das Falsche. Aktivität, Bewegung und Vertrauen in dich, deine Werte, deine Prinzipien. Und wenn du diesen Menschen liebst, Vertrauen in diesen Menschen. Und dann sehe ich hier tatsächlich ein ganz schönes Ende mit Geduld, mit Zeit. Und mit dem Willen, aufeinander zuzugehen. Das ist eure Legung, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke fürs Zusehen. Ich bin gespannt, wer hier in Resonanz geht. Freue mich über dein Like, über deinen Kommentar und sage bis zum nächsten Mal.